Einst das Spiel des Jahrtausends, des Jahres, nach mehreren Jahren, über 10 Jahre Funkstelle, dann endlich am Himmel. Tyrael fällt zu Boden. Ah nee, das war D3. Aber D4, was ist passiert? Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince John, heute mit einem traurigen Video, was aus D4 geworden ist, warum es keiner mehr spielt, warum es der Flop des Jahres ist. Blizzard ist krass am Arsch. Versucht irgendwie nochmal zurückzurudern. Wir sind gespannt, aber ich habe eine Alternative für euch. Schaut selbst, bleibt dafür mega gerne mit einem Abo und Like dabei. Lingelingeling, heißt wird höllisch, aber schaut selber im Video. Ihr kennt meinen Wert. Hier wird nämlich Daddy. Wir zusammen sind heavy. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, heute D4, leidiges Thema. Was ist passiert? Warum ist das Ganze überhaupt so gekommen? Nun muss man ein bisschen zurückblenden, denn D4, muss man ja sagen, hatte ja wirklich Potenzial. Am Anfang war es auch neu, es war fresh, wir sind alle reingegangen, wir haben gespielt. Auch ich fand es am Anfang gar nicht so schlecht, Cutscenes stimmig. Ich weiß noch, vorne am Anfang Kathedrale drin so und dann das erste Mal Lilith wieder mal so, wow, bisschen so Wow-Effekt und dann kam es aber relativ schnell, denn so Sachen wie, dass ich auf Level 1 genauso optisch fast aussehe wie auf Level 100, außer dass Items vorgeben, meine Attacken zu verändern, aber auch eigentlich immer metamäßig immer gleich und jeder ist irgendwie so und keine geilen Sachen zu finden, nichts zu tun, Endgame, Müll, also man muss ja wirklich sagen, Müll, künstlicher Grind und das passiert, wenn man nämlich viel, viel, viel Geld verdienen will mit Sachen, Cosmetics, ne? Wenn man dann sich das bei anderen Sachen abschaut, die aber eigentlich Free-to-Play sind, was totaler Quatsch ist, wenn man dann natürlich auch noch versucht, Weltbosse, MMO-Elemente mit reinzubringen, dann aber keine Gildenfunktion, keine Gildenquests, aber eine Gildenfunktion haben, dann kein Public-Chat haben, dann kein Trade haben, das Dümmste überhaupt in einem MMO kein Trade zu haben, dann aber irgendwie versuchen, Raids zu machen, ist alles stimmt hinten und vorne nicht, fühlt sich nicht geschmeidig an, dass das keine Progression, weder in den Skills im Paragon Board noch optischer Natur. Das ist einfach nur Müll, Grütze, Rütze. Und die Leute verstehen noch nicht mal immer dieses Season-Spiel. Daran merkt ihr schon, was für Spieler das überhaupt angezogen hat. Ja? Es sind gar keine Hack-and-Slay-Spieler mehr, sondern die haben jetzt einmal auf Level 100 gespielt und da passiert jetzt Wunder noch was. Weil es nicht mal rüberkommt. Die denken, das ist ein Rollenspiel. Also völlig Banane vorbei am Thema, dass man jetzt schon über Diablo 5 redet, sagt wirklich alles. Und dass ich auf der Gamescom den Teaser von der Season 2 gesehen habe, sorry, das sagt auch alles, dass nicht mal mehr 1000 Leute bei Twitch Diablo 4 sich reinziehen, weil es einfach kein Mensch mehr aushalten kann, wie dumm das ist. Und dieses Gelaber und diese Campfire und da und wir werden jetzt so mächtigen Zombie-Vampire, sieht auch genauso langweilig aus. Oder auch im ersten, wo die dann so kurz angeteasert mit der Korruption, anstatt da mal so Hände, so ein paar Leute aus den Dörfern kommen, überfallen, neues Gebiet, da, hier, hast du nicht gesehen, ja? Endgame, wirklich mal neue Skills bringen, neue Klassen bringen, bam, motivieren, die brauchen 3 Seasons, um zu patchen, dass man Edelsteine in die Truhe packen kann. Da fässt ihr an den Kopf, Alter, das kann kein Mensch sehen. Ich hab für euch, aber ich hab für euch was rausgesucht, mein Lieben. Schaut doch mal hier, wie geil das werden kann. Das ist, viele von euch haben es vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe es aber auch schon auf dem Schirm. Und zwar Last Epoch. Last Epoch, kleines Studio, so wie ein Rollenspiel bzw. ein Action-RPG sein soll. Es ist ja kein Rollenspiel des Jungle, ne? Also für die, die es noch nicht wussten. Geht hier eher um Loot, um Progression, den Charakter auszubauen. Das sollte hier motivierend sein. Kennt man von D4 gar nicht. Wir schauen mal kurz rein, geht nur eine Minute. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? Alleine das auch, ne? So halt, das ist halt auch community-freundlich, ähnlich wie bei Grinding Gears, mal auf Leute drauf eingehen, mal gucken, was geht, bla 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 bla. Lange in der Entwicklung gewesen. What would that game look like? 3 Jahre, 4 Jahre. Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its. Und das alleine fickt ja schon den gesamten Skilltree inklusive Paragon Board. Komplett. Also jeder Charakter hat mehrere Möglichkeiten zu skillen. Das ist doch, was interessiert. Man braucht sich doch gar, also 3 Punkte irgendwo reinzusetzen, wo man sich nicht entscheidet. Also das ist doch Quatsch. Own build defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning and it would be updated for years. Genau. Einfach zu wissen, ey, nachdem ich 50 Stunden gespielt habe, geht's los.
bei die Ablus so, die ersten 10 Stunden sind cool und danach die letzten 200 Stunden sind Müll, sich von 80 oder von 70 auf 100 hochzugrinden, nur um dann irgendwie künstlich über Lilith zu machen. Oder über keine Ahnung wie. So we could play forever. Alleine das, ja, das ist Wucht, das ist Effekte, Trefferfeedback in einem Hexlab und Trefferfeedback und nicht einfach nur so, da passiert doch nicht mal was auf dem Bildschirm. Es muss nicht immer bunt sein, es muss nicht immer so sein wie bei PoE, aber es muss ein bisschen bumsetter sein. Das ist motivierend. Sorry. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Alleine das auch, ja, so und ja, ist einfach gut. Und jetzt nochmal eine neue Klasse. Und warum ich euch das zeige, erzähle ich euch gleich. Hau doch mal wieder neu jetzt. Komm. So, reicht auch jetzt, weil die Diablo 4-Spieler werden jetzt wahrscheinlich gerade ins Koma fallen und nachher kriege ich hier irgendwie Klagen, weil das einfach zu heftig ist, was ich hier gezeigt habe. Deswegen einmal kurz entspannen, runterkommen, kurz Liebe da lassen, liken, kommentieren. Kuss auf die Nuss. Also, Last Epoch, meine Lieben, haltet euch fest, ich hoffe, ihr sitzt. Wird besser als die Polizei erlaubt. Ja? Und es wird jetzt den Early Access verlassen. Genau. Early Access verlassen und jetzt auch endlich auf Deutsch. Das heißt, denen das abgeschreckt hat, dass das Game nicht auf Deutsch war, das wird jetzt in Deutsch kommen. Kauft es euch jetzt vor dem Early Access vielleicht nochmal. Könnt ihr mal ein bisschen sparen. Wird auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, es gab so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass Ladezeiten sehr lange waren und so. Aber das Spielprinzip an sich war sehr geil. Wem Part of Exile zu schwer ist, für den ist das wirklich eine Baba-Baba-Baba-Alternative. Nach wie vor gilt, nicht nur persönlich, sondern auch aus vielen Erfahrungssachen, die ich so gespielt habe, PoE, also Path of Exiles, ist das tiefste, krasseste Hack-and-Slay in dem Ausmaß. Es ist aber komplex. Ich würde auch nicht immer sagen, es ist zu kompliziert, zu hart. Das ist es, finde ich, nicht. Weil wenn man sich auf was einlässt, was will, dann will man das. Man will so ein bisschen an Themen, man will ein bisschen gucken. Was auch noch in den Sternen liegt, sind so Spiele wie Titan Quest 2, Titan Quest 1. Habe ich geliebt. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob es bei euch genauso war. Ich habe Titan Quest geliebt. Ich werde den Kanal darauf ausbauen. Ich bin ein richtiger Spartiat-Fan. Sowieso so Griechenland und Omer, die Ilias und alles, aber das sprengt den Rahmen. Das auf jeden Fall, aber Last Epoch, denke ich, wird für viele ein cooles Zwischending sein, zwischen Diablo und PoE, nämlich genau das ist es auch. Es ist komplexer als Diablo, nicht so komplex wie Path of Exiles. Es hat mehr Crafting, mehr Möglichkeiten als Diablo, aber weniger als Path of Exiles. Dafür hat es dann vielleicht für den einen oder anderen mehr einen leichteren Zugang wiederum. Wir werden das auf jeden Fall mal spielen. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Es hatte mal so kurz einen kleinen Hype. Mehr Spieler kamen, dann kam das und so weiter. Also sie haben sich immer weiterentwickelt. Was jetzt aber im Umkehrschluss auch nicht heißt, dass sich Diablo nicht weiterentwickeln könnte. Aber ich finde die Schritte, die Blizzard geht, sehr, sehr befremdlich und schon fast schon wie ein Hilferuf. Und das war nochmal so für mich die letzte Chance für Blizzard. Weil Blizzard hat viele Probleme. Also reden wir jetzt nicht nur von Toilettensex, Selbstmord und Muttermilch in den Kaffee packen, sondern auch was die Spiele betrifft. Ja, einfach nur noch Rotz, Fake-Trailer, Spieler belügen, nur noch Geld scheffeln. Und ich finde, dafür gibt es dann einfach viele andere, die sich auch von Blizzard damals getragen, auch wenn ihr immer sagt, ich weiß gar nicht, was ihr da im Kopf habt. Diablo war noch nie krass. Die Leute von Diablo 2 sind bei Path of Exiles oder machen andere Spiele. Dieses Blizzard North von damals gibt es gar nicht mehr. Und das Ding ist 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren war cool, ja. Aber alles, was danach kam, war krasser als Diablo. Denkt mal drüber nach. Grim Dawn, Titan Quest, egal wie sie heißen, sie waren krasser. Diablo hat wieder reingeschissen mit D3. Viele von euch mögen D3, weil es schon einfacher ist, einfache Kost, einfach ballern. Aber es ist nicht Hack and Slay für das, was die Franchise mal hatte. Es hat diese Figuren, es hat diese Nostalgie von diesen alten Spielern. Aber wenn ihr das mal ausblendet und einfach rein so technisch das Game bewertet oder die Möglichkeiten, ist es sehr, sehr schwach. Und das muss irgendwo jeder
zugeben. Das heißt auch nicht, dass ich recht haben muss oder so. Da letztendlich ist ja auch eine Geschmacksfrage, was man gerne spielt. Aber ich finde, das sind viele Gründe, warum es nicht läuft. Und ich denke auch, die ersten ein, zwei Season, die jetzt kommen, werden nicht laufen wird. Sie werden nochmal alles probieren mit den Add-on, mit Megan Fox, wahrscheinlich jetzt mit, wenn sie Michael Jordan einfliegen und Kanye West, und damit die das Spiel spielen, damit wir nochmal reinschauen. Für mich ist auch klar, ich denke, ich werde Season 2 gar nicht lange spielen. Ich werde ein, zwei Builds machen für den YouTube-Kanal, werde die Kuh melken, wie im Kuh-Level, wenn es das geben sollte. Und nee, aber Spaß beiseite, ja, genau das ist es. Real Talk, weil es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, Itemization macht keinen Spaß, es macht keinen Spaß, da irgendwie drauf zu warten, auf so eine Höllenflut oder auf so ein Legion-Event. Das ist tot, Alter. Das turnt mich null. Ich erwische mich selber, wie ich bei PoE 10 Stunden lang Maps baller, ja, für Loot, der Dopamin ausschüttet, wo ich mich drauf freue, während ich bei D4 einfach nur noch denke, wann ist das vorbei? Schreibt es mir in die Kommentare, sagt, wie ihr es selber findet. Wir haben die 3000 geknackt, freue ich mich, kommt gerne live auf Twitch. Lasst uns da ein bisschen schnacken. Action-RPGs, Rollenspiele, ich bin bei allem dabei. Können wir nur Spaß haben. Deswegen, Linge, Glocke massieren, nicht vergessen, Kuss auf die Nuss und ich bin Vince John. Peace out. Rest in peace.